Ja, und da sind wir zurück jetzt mit Matthias Börner. Matthias, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Matthias, stell dich doch mal bitte unseren Zuschauern bitte kurz vor. Ja, mein Name ist Matthias. Ich bin 31 Jahre alt, wohne in Babelsberg in Potsdam. Bin in den letzten Zügen eines Theaterwissenschaftsstudiums und arbeite nebenbei abwechselnd in einem kleinen Programmkino in Babelsberg und bei Filmprojekten. Das heißt, genau, vielseitig interessiert und in der V-Partei bin ich dann halt auch noch offensichtlich aktiv. Die V-Partei ist ja relativ neu. Also mir war sie bis vor der Sendung jetzt noch nicht bekannt. Woran liegt das? Wie lange gibt es die Partei? Das liegt daran, dass sie tatsächlich neu ist. Die wurde erst 2016 in Augsburg, Ja. soweit ich mich, ja, auf jeden Fall in Augsburg, gegründet. Und in Brandenburg gibt es uns auch erst seit knapp 2 Jahren. Ah ja, okay. Das ist jetzt auch entsprechend das Debüt bei einer Landtagswahl, Ja. für uns zumindest. Und von daher ist es gar nicht so Ungewöhnlich. ungewöhnlich, genau, vielen Okay. Dank. Sag mal, welche Ziele habt ihr eigentlich für diese Landtagswahl? Oder Ja. auch darüber hinaus? Naja, das ist relativ deckungsgleich, ob das jetzt für die Landtagswahl ist oder darüber hinaus. Okay. Im Endeffekt schwebt uns eine Zukunft vor, oder unser Ziel ist eine Zukunft, die besser ist als die, die sich momentan abzeichnet. Einfach damit unsere Kinder, unsere Kindeskinder und Hand aufs Herz, so alt sind wir auch noch nicht, Ja. in einer Welt aufwachsen können, die nicht, oder leben können, die nicht komplett kaputt ist. Ja. Und da ist die größte Baustelle, die wir zurzeit haben, eine ökologische. Ja. Und ich denke, wer jetzt gerade Richtung Südamerika schaut oder die letzten Wochen und Monate die Medien so halbwegs verfolgt hat, der wird Ja. das nicht großartig in Frage stellen. Ja. Und der Kerngedanke ist, dass wir den Wohlstand unserer Gesellschaft nicht länger auf quasi dem Rücken der Natur Ja. gründen dürfen. Und in dem Sinne möchten wir das halt auch angehen und umgestalten. Und dazu Okay. gehört dann natürlich auch ein Entweder, also ein Abschaffen dieser Ja. Entweder-oder-Politik, entweder Umwelt oder entweder wirtschaftliche Vorteile. Muss beides Hand in Hand gehen, Ja. damit sich das eine nicht auf Kosten des anderen in den Vordergrund drängt, so wie es die letzten Jahre eigentlich die ganze Zeit war. Okay. Und das bedeutet dann eben auch konkret, dass die Nutztierhaltung beendet werden muss und stattdessen auf ökologische, nachhaltige, regional, also regional sowieso, aber dass auch lange Transportwege, also dieser ganze aufwandstechnische Unsinn, der mit dieser Industrie zusammenhängt, muss aufhören. Und dann werden auf einmal auch Möglichkeiten frei für eine neue nachhaltige Ernährungsindustrie. Dadurch werden Gelder frei, die man in soziale Projekte stecken kann, in öffentlichen Nahverkehr, der kostenlos, in bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist ein ganz großes Anliegen unsererseits. Genau, da sollte meine nächste Frage nämlich Ah auch ja. hingehen. Über die anderen Punkte werden wir im Detail gleich noch ein bisschen sprechen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Genau. Warum? Na, wir sind ja nicht nur eine Partei, die nur für die Bäume und die Tiere unterwegs ist. Also wir haben auch unser Slogan quasi ist ja, wir Ja. lieben das Leben und das Ja. schließt explizit die Menschliches. Menschen mit ein. Ja. Das sollte eigentlich niemand großartig zur Debatte stellen. Und die größten, also unser Ziel ist es, dass kein Lebewesen unter Existenzängsten leiden muss, klipp und klar. Und die größte Angst, die viele Altersschichten durchzieht, ist eine existenzielle. Existenziell. Es ist die soziale Absicherung, die Angst vor Armut, die Angst vor, was ist in einem Jahr, was ist, wenn ich meinen Job verliere. Dann kann ich auf einmal, oder was ist, obwohl ich meinen Job habe, aber so wenig Geld verdiene, dass ich die Miete nicht bezahlen kann. Vorhin hat man es bei dem Herrn von der CDU, die Waschmaschine nicht bezahlen kann. Wenn der Fahrradreifen platt ist, wie kann das sein, dass das nicht einfach gehandelt werden kann, weil ich pleite bin? Haben wir ja aber ein Sozialsystem in Deutschland. Damit hätten wir ja zumindest für Menschen, die in diese Situation kommen, eine Auffangmöglichkeit. Das stimmt. Das ist aber auch mit bürokratischem Aufwand und auch, das muss man ganz klar sagen, Stigmatisierung verbunden. Wir haben das Hartz-IV-System und wir haben die soziale Hilfe, aber der Aufwand, also ich kenne Leute, die waren darin involviert, nennen wir es Ja, mal so. ja. Der bürokratische Aufwand, der in die Antragstellung, der in die Bearbeitung, in die Kontrollen, in manchen Fällen auch Klagen geht, ob es da jetzt 10 Euro zu viel gab oder zu wenig, das ist ein unwahrscheinlicher Aufwand an Kosten und Ja. Menschenkraft, der anderswo sinnvoller gestaltet ist. Und Hartz IV ist der Höchstsatz, glaube ich, gerade 428 Euro Kann etwa. sein, ja. Wenn dann noch das paar hundert Euro für die Miete mit dazukommen, dann ist es zu den 1000 Euro Grundeinkommen pro Monat, die wir uns vorstellen, gar nicht mehr weit. Das ist handelbar,
Und eben dadurch auch erstrebenswert, dass dann eben, also es ist ja nicht so, dass man mit 1000 Euro im Monat dann große Sprünge machen kann. Der Antrieb zum Arbeiten, der bleibt ja erhalten, der Antrieb zur Selbstverwirklichung, neue Sachen zu wagen, ohne rückfallen zu müssen auf ja, die Angst, plötzlich vor dem Nichts dazustehen. Das ist alles machbar, wenn man denn ein bisschen gewillt ist, was zu verändern und an der Struktur, die jetzt gerade vorherrscht, festzuhalten. Nun haben wir ja auf, wenn wir in Regierungsverantwortung mal gehen, sehr viele Posten, die einfach nur viel Geld kosten. Also eine 5-Jahres-Legislaturperiode, die ist, was die an Geld verschlingt für ein Bundesland, aber auch für Wahlkreise oder nur die Stadt Eberswalde. Ich glaube, die Stadt Eberswalde, bei der letzten Sendung hatten wir herausgefunden, die hat einen Wirtschafts- oder einen monetären Bedarf von über 13 Millionen Euro. Das muss man sich mal erstmal vorstellen. Eine riesige Summe. Wo sollen die Gelder dafür? Ja, wir haben ja einfach auch noch andere Punkte, die finanziert werden müssen. Wenn wir jetzt von jetzt auf gleich umschalten würden, könnte das eventuell zu einer finanziellen Lücke an anderen Enden finden. Das ist ein Argument, das relativ häufig kommt. Ja. Dazu in anderen, also das Argument kommt, und das ist dann der Punkt, wo man über den bisherigen Tellerrand auch hinausschauen muss. Bisher hat man immer gesagt, ja, woher soll denn das kommen, aus den anderen sozialen Sektoren oder so etwas. Das kann auch daher kommen, indem man einfach aufhört, oder das heißt einfach, so einfach scheint es ja nicht zu sein, an der Nutztierhaltung festzuhalten. Die Massentierhaltung, so wie wir sie gerade betreiben, verschlingt Unmengen an Subventionsgeldern, Unmengen an Ressourcen, Unmengen an Fläche, die anders genutzt werden kann, Unmengen an Arbeitskräfte und Arbeitsaufwand, der in nachhaltiges oder andere, auch soziale Bereiche, investiert werden kann. Ja. Das sind Milliarden an Subventionsgeldern, die plötzlich, in Anführungszeichen plötzlich, frei würden, um sie in soziale Projekte zu stecken. Und das ist dann einfach mal ein Punkt, in dem man von dem tradierten Bild, Probleme zu lösen, ein Stück weit abweichen muss. Und einfach sagt, okay, wir gehen da mal diesen Umweg über die Ernährungsindustrie, um halt auch Dinge wie ein soziales bedingungsloses Grundeinkommen möglich zu machen. Ich habe eine etwas provokante Frage in den Zuschauern. Oha. Darf ich die mal vorlesen? Ja. Also, das sind natürlich viele Fragen. Wie steht ihr zum BER, zu erneuerbaren Energien, zu den massenhaften Rapsfeldern in Brandenburg? Kann ich bald wieder ein Huhn im allgemeinen Wohngebiet halten? Wie sollen Jungbauern an Felder und Höfe kommen? Wie viele Bäume hast du selbst gepflanzt und Insektenhotels gebaut? Ich persönlich? Okay, ja, viele Fragen. Ich glaube, die ersten habe ich schon wieder vergessen. Fang mal an. Wie stehst du zum BER? Sehr kritisch, und ich glaube, das deckt sich mittlerweile auch mit vielen anderen Meinungen. Und die Partei steht auch sehr kritisch dagegen gegenüber, weil da einfach seit mittlerweile 7 Jahre, wie wir vorhin festgestellt hatten, Gelder versenkt werden. Da wird punktuell ein Fleckenteppich ausgebessert, der nicht mehr in dem Sinne zu retten ist, ohne einen kompletten Neuansatz anzugehen. Von daher, nein. Ist nicht mein Lieblingsprojekt, so wie das gerade läuft. Okay, nächstes Thema, erneuerbare Energien. Wie stehst du dazu? Absolut. Muss man aber auch sagen, so wie es jetzt gerade läuft, ist es nicht ausreichend. Die Windräder sind zwar an sich eine schöne Sache, aber letztens war ich bei einer Podiumsdiskussion in Belitz. Da kam die Idee auf, oder allgemein war die Meinung vertreten, die mitten in die Wälder reinzusetzen. Und das ist ja der größte Schwachsinn, pardon, ever. Man kann doch nicht CO2-speichernde in Wälder abreißen, um Energie herzustellen. Also dafür gibt es freie Flächen. Aber das Problem bei gerade diesen Windrädern ist ja auch, dass da Unmengen an Insekten und Vögeln in Mitleidenschaft gezogen werden. Das heißt, die Idee ist gut, erneuerbare Energien müssen kommen, schlicht und ergreifend auch, weil die fossilen irgendwann gehen. 300 Jahre haben wir ungefähr. Ja, aber klimatechnisch ja noch weniger. Also das heißt, der Elan sollte eigentlich da sein. Und da braucht es dann halt aber auch endlich mal Anreize aus der Politik, das zu fördern. Es gibt ja schon Lösungsansätze. Welche vertretet ihr denn? Naja, konkret sind die alle nur so bedingt zufriedenstellend. Zum Beispiel wie nennt sich die? Also auf den Meeren, also dass man die Gezeiten verwendet, Gezeitenkraftwerke zum Beispiel. Finde ich vom Prinzip her, also ich stecke nicht komplett in der Thematik drin, dann muss ich gerne nochmal ein bisschen lesen und mir eine Meinung dann in die Kommentare setzen. Ja, sehr gerne. Aber vom Prinzip finde ich es durchaus sinnvoll, Wasserkraft zu verwenden. Wasser ist da, auch gerade im Meer, und es gibt auch genug Abschnitte an der Küste, die nicht für Tourismus oder nicht für das Ansehen genutzt werden und die entsprechend auch für eine wirtschaftliche Energienutzung durchaus möglich erscheinen.
Also ich finde, Wasserkraft wurde bisher in der Diskussion stark vernachlässigt. Das ist auch ein Punkt, der mir persönlich aufgefallen ist. Mhm. Wir diskutieren immer sehr viel über die Windräder, ja, auch über Lautstärkenemissionen. Mhm. Ja, viele Menschen, die in der Nähe solcher Felder, Windkraftfelder stehen oder wohnen, die beschweren sich einfach über die enorme Lautstärke, über den Infraschall und so weiter. Mhm. Habe ich gerade vor kurzem erst wieder eine Reportage gesehen. Da wäre doch ein Lösungsansatz, dass man aufs Meer geht. Soweit ich weiß, darf ich ja sagen, wir bekommen kein Geld dafür, die E.ON in den letzten 10 Jahren, glaube ich, Hochseekraftwerke sozusagen gebaut. Also sowohl mit Windkrafträdern als auch Gezeitenkraftwerken. Aber es ist kritisch allgemein, wenn man als Mensch dann in diesen Naturraum mehr immer noch weiter eingreift. Aber irgendwo muss ja die Energie herkommen. Ja, aber wie gesagt, der Wind, der weht, da müsste man vielleicht auch mal ein Stück weit bei der Windkraft bleiben, aber gucken, wie bauen wir Windräder auf, die vielleicht nicht so laut sind, nicht so sperrig und vor allem nicht so viele Lebewesen das Leben kosten. Mhm. Das sind ja Entwicklungsschritte. Wenn man investiert, wenn man fördert, wenn man den Anreiz bietet, das zu ändern, indem man halt auch sagt, okay, wir haben eine Deadline für fossile Brennstoffe und Energieträger, die nicht erst in 20 Jahren ist. Das ist viel zu spät. Das sind sich ja auch alle einig, abgesehen von unserer Regierung. Die meisten. Sag mal die meisten. Okay. Dann wird auch auf einmal Innovation freigesetzt. Gibt es Deadlines, gibt es Lösungsansätze. Das ist beim Frühjahrsputz so, wenn die Schwiegereltern zu Besuch kommen, das ist in der Uni, das ist beim Job. Man muss es halt nur forcieren. Und auch die Sache mit dem E-Auto, das ist für uns ein erster Schritt. Ja, ja. Das ist in der Herstellung überhaupt nicht hilfreich, weil das halt so viele negative Aspekte mit sich bringt. Aber wenn es dann erstmal rollt, ist es gut. Jetzt muss man halt gucken, es rollt schon mal gut, wie kriegen wir es besser hergestellt? Ja, okay. Das ist ein Schritt in der Entwicklung, aber den Schritt muss man halt gehen wollen. Und das geht nicht, indem man sagt, wir bleiben bei allem, was gerade so ist. Okay, widmen wir uns mal der nächsten Frage aus dem Katalog, nämlich die massenhaften Rapsfelder in Brandenburg. Wie stehst du dazu? Zu Raps? Meine persönliche Meinung zu Raps ist geruchstechnisch nicht die beste. Zu den Feldern an sich finde ich, geht das in die Richtung, die wir auch als Partei halt vertreten, dass es zu viel an Feldern gibt, zu wenig an normalen Wildnis, Lebensraum, Wäldern etc. Insofern würde ich stecke in der Thematik auch, dass es zu speziell, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich aus der Potsdamer Ecke komme. Ja. Wir haben hier in der Gegend haben wir sehr, sehr viele Rapsfelder. Genau, okay. Ich würde erstmal gegenprüfen wollen, wofür der Raps dann am Ende verwendet wird, ob das jetzt tierische Produkte sind oder ob das was anderes ist, was eventuell auch anders hergestellt werden kann. Mhm. Also wenn ich die Frage richtig verstehe, gibt es zu viele Rapsfelder? Das wurde nicht näher beschrieben, sondern es geht, also die Frage impliziert das Ganze, nämlich massenhafte Rapsfelder. Ja. Ne? Das impliziert finde ich nicht gut. finde ich nicht gut, wenn es zu viele menschengemachte Industrie Flächen, die es anderweitig genutzt werden könnten, finde ich allgemein nicht gut. Deswegen ist das ja auch so ein Punkt, das ist ein wesentlicher Punkt, abgesehen von natürlich der moralischen Seite, dem ethischen Aspekt und der Verschwendung von Geldern, an der Massentierhaltung. Das ist einfach nicht sinnvoll von der Fläche, die dafür aufgeopfert wird. Und genau, ja. Okay, nächste Frage. Wie sollen Jungbauern an Felder und Höfe kommen? Durch Förderung. Also schlicht und ergreifend, die Förderprozesse müssen eindeutig entschlackt werden. Bezieht sich jetzt wieder auf den Wald, weil ich da, wie gesagt, gerade bei der Podiumsdiskussion war. Ja. Ich habe gehört, dass da teilweise 10 Jahre ins Land gehen für einen Waldumbauantrag. Mhm. Und das kann nicht sein. Okay. Das muss entschlackt werden, sodass auch Leute, die eine Perspektive haben, die vielleicht sagen, ich möchte einen Hof haben, der nachhaltig, ökologisch was zur Welt und zur Wirtschaft in dem Sinne auch beiträgt und zur Zukunft auch beiträgt, dass das schneller vonstatten gehen kann. Also das, im Endeffekt läuft das ja wieder darauf hinaus, man muss als Unternehmer und auch als Mensch mehr Freiheiten haben, um Dinge wagen zu können und auch nicht Angst haben müssen, plötzlich vor dem Nichts zu stehen, wenn es nicht klappt. Ja. Ergo muss es erleichtert werden vom Staat und vom Land, dass das möglich ist. Und Punkt. Schlicht und ergreifend. Okay, dann die letzten zwei etwas, wie gesagt, fragwürdigen Fragen, kann man fast schon sagen. Und zwar, wie viele Bäume hast du selbst schon gepflanzt und wie viele Insektenhotels hast du gebaut? Insektenhotel habe ich überhaupt nicht gebaut, weil ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich keine handwerklichen Qualifikationen habe. Okay. Also ich würde mich selbst verstümmeln wahrscheinlich. Okay. Das ist der Intellektuelle. Ja,
Okay. Theaterwissenschaften. brotlose Kunst. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, bisher nicht. Ich habe die Projekte unterstützt, wie die das machen, also in erster Linie finanziell, wie man es halt macht, wenn man es selbst nicht kann. Ja. Und gleiches Prinzip mit den Bäumen. Ich habe es mir vorgenommen, habe dann aber festgestellt, irgendwie kam bisher immer was dazwischen und dann habe ich halt verschiedene Spendenprojekte unterstützt in der Richtung. Aber es steht auf der Agenda und ich habe das wirklich vor. Also gerade zum Bäumepflanzen braucht man jetzt nicht so große handwerkliche Fähigkeiten. Nee, aber man unterschätzt das, dass man nicht, sind wir wieder bei der glorreichen Bürokratie, man darf nicht überall einen Baum pflanzen, wo man es gerne hätte. Man muss dann sich echt vorher anmelden und gucken, wo geht das, gucken, wo darf ich das. Und dann ist es ja nicht damit getan, dass der Baum in die Erde gesetzt wird und dann farewell, lieber Baum. Ja. Man muss den ja auch pflegen und betreuen. Ja. Ja. Und das stellen sich vielleicht ein paar Leute auch ein bisschen einfacher vor. Ergo muss das auch, finde ich, von ländlicher und staatlicher Seite unterstützt werden, dass Leute auch den Anreiz haben. Einfach mal ein Rapsfeld weg, eine Ecke hinsetzen, wo man sagt, kommt her, pflanzt Bäume, wir helfen euch dabei. Ja. Und wir unterstützen das. Und das wäre zum Beispiel ein wunderbares soziales Projekt. Dann hättest du nur das Problem, dass du Bauern zum Beispiel enteignen müsstest, ne? Nicht zwingend. Also wir sind ja nicht so eine Partei, die sagt, wir verbieten jetzt stumpf irgendwelche Sachen und schaffen keine Anreize für Alternativen. Es muss einfach in eine Richtung gehen. Momentan sind viele Bauern und Landwirte in der Nutztierindustrie, weil es subventioniert wird, weil es Sinn macht für sie finanziell, weil das Risiko gering ist. Wenn man jetzt aber an einer geringer als mit ökologischen, pflanzlichen Produkten, die momentan keinerlei steuerliche Vorteile mit sich bringen, die nur sehr, sehr nachlässig oder gar nicht subventioniert werden vom Staat, für die es teilweise auch wieder ewig lange Förderanträge braucht. Das kann erleichtert werden von staatlicher Seite, von der Landesseite, von Regierungsseite, dass man einfach eine Grundlage schafft. Okay, ihr wollt was anderes machen oder wir bieten euch einen Anreiz, was anderes zu machen. Und gerade im Hinblick auf die Klimadebatte ist das auch notwendig. Ich meine, es kann nicht sein, dass keiner, also Frage auf der Lippe? Nein, okay. Ich höre dir zu. Alles gut. Also es kann ja eigentlich nicht sein, Stichwort andere Parteien und andere grüne Parteien tatsächlich, dass die ganze Zeit im Hinblick auf die Klimadebatte, auf Verkehr und Kohle hingewiesen wird, aber die Massentierhaltung und Nutztierhaltung überhaupt keine Rolle spielt. Es gibt Studien, die belegen, dass 40-50% des weltweiten CO2-Ausstoßes aus der Nutztierhaltung kommt. Im Sinne von der Erzeugung, vom Vertrieb, von der Nachproduktion. 50%. Und dann hast du auch noch eine Studie von der Universität aus Oxford, die jetzt beim besten Willen nicht unseriös genannt werden kann. Die sagt, dass jeder einzelne Veganer pro Jahr bis zu 2 Tonnen CO2 einspart. Wie kann das kein Thema sein? Die Leute wissen das nicht, also haben sie auch keinen Anreiz, irgendwas das in den Zusammenhang zu bringen, um vielleicht auch den Anreiz zu haben, wir ändern was an unseren Produktionsmöglichkeiten. Wir versuchen mal was anderes, außer vielleicht die Hühnerfarm okay. oder die Milchkuh. Okay, lass mich ein bisschen direkter darauf eingehen, nämlich das Thema fleischfreie Gesellschaft bis 2030. Klingt sehr ambitioniert. Ernährung hat ja auch immer etwas, aber auch mit Kultur zu tun. Also die Frage ist mir persönlich endlich ganz wichtig. Wie wollen oder wie willst du über Jahrhunderte gewachsene, nicht nur europäische, Kultur, ineinander übergreifende Kultur, nachhaltig ohne Verbote verändern? Also der Nachbar von nebenan mag ja seinen Schnitzel wahrscheinlich. Vielleicht nicht jeden Tag, aber Mensch, der sagt sich, Entschuldigung, aber ich möchte mir meinen Schnitzel jetzt gerade nicht verbieten lassen. Und dann ist das absolut legitim vom Geschmack, weil er auch so geprägt und erzogen wurde. Ja. Und es ist, also ich finde, man muss auch das in so einen gewissen Kontext setzen. Ich meine, die Geschichte ist voll mit Dingen, die völlig normal und angesehen waren über Jahrhunderte lang, bei denen wir uns heute an den Kopf fassen. Stichwort Kolonialismus, Sklaverei, Frauen das Wählen verbieten. Asbest als Baumaterial verwenden. Das ist schon lange her. Aber. Ja, nicht so lange, wie man es vielleicht gern hätte. 30 Jahre, ne? Mindestens. Das ist in der Spanne der Weltgeschichte jetzt nicht großartig. Und alles ging halt los mit erstmal einem kleinen Schritt aus der Protestbewegung, der dann später von der Politik aufgegriffen und angegangen wurde. Und hier ist es eigentlich ähnlich. Es ist eine Frage des Angebotes, es ist eine Frage der Anreize und es ist auch eine Frage der schlicht und ergreifend neuen Erfahrungen. Wenn ich mein Leben lang nur Fleisch esse und habe dann ganz am Anfang, also Fleisch ist gut gewesen für uns, keine Frage, aber wir sind einfach über den Punkt hinaus, an dem wir es brauchen. Okay. Und geschmacklich ist das genau in dieselbe Richtung. Wenn ich am Anfang vor 10 Jahren eine vegane Wurst gegessen habe,
Ja, die war widerlich. Schlicht und greifend, das hatte nichts mit Geschmack zu tun. Das war irgendwie so ein lappriger Lappen. Mhm. Da war nichts mit. Nee, sehe ich ein. Jeder, der das einmal probiert hat und seitdem sagt, nein, nie wieder. Ich kann ein bisschen verstehen, wo es herkommt, aber das ist zu kurz gedacht. Seitdem, wir hatten es jetzt in den Medien, diese Beyond Meat Burger, der bei Lidl innerhalb von 10 Minuten quasi ausverkauft war, der ist sehr, sehr nah dran. Und wir wollen halt einen Anreiz geben dafür, dass wir eine Gesellschaft gestalten und auch eine Industrie gestalten, die über Anreize läuft und nicht über Verbote. Mhm. Indem man einfach sagt, ja, so war es bisher, guckt mal in die andere Richtung, da ist vielleicht noch was Sinnvolleres zu holen, was gesünder ist, was besser fürs Klima ist, was besser für die Tiere ist. Also wir können geschmacklich mittlerweile, es gibt etliche, geht ins Kaufland, geht in den Edeka, geht überall hin und guckt euch das entsprechende Regal an. So geile geschmackliche Produkte, dass es wirklich an niemanden was fehlen muss. Mhm. Und die Tradition ist dann ein Gewöhnungsprozess. Das ist erstmal, ich war jetzt letztens auf einer Grillparty, da hatten sie diesen Incredible Burger. Ist jetzt von einer Firma, die nicht so mein Favorit ist, aber er schmeckt gut, hatten die mir gesagt. Und haben sich jetzt vorgenommen, einfach weil sie es mal probiert haben, einfach weil sie mal über den Tellerrand hinausgeguckt haben, wortwörtlich, das Neue auszuprobieren, dass sie denselben Geschmack haben können, ohne dass dafür ein Tier sterben muss. Ja. Und die gesamte Industrie, die uns wirklich Feuer unterm Hintern macht, global unterstützt wird. Und das ist einfach eine Frage der Gewöhnung und offen sein für Neues. Meine letzte Frage, dann ist unsere Zeit nämlich auch schon gleich um, geht in Richtung, Sekunde, genau, Ökologie. Mhm. Ihr sagt ja, dass ihr Taschen und Schuhe mehr aus synthetischen Fasern herstellen wollt, oder zumindest auf Leder, sondern mehr auf Leder verzichten wollt. Leder ist ja ein Naturprodukt. Wenn ich jetzt aber im Gegenschluss argumentiere, okay, dann muss ich auf synthetische Fasern zurückgreifen. Nein. Nicht? Nee. Hast du eine Alternative? Ich hab sogar eine Alternative an. Ich habe Baumwolle und Kautschuk. Aha. Und das sieht aus wie ganz normale Schuhe. Ja. Und war auch nicht teurer, tatsächlich. Das ist halt das, man weiß es halt nicht. Ja. Woher soll man es denn wissen, wenn keiner drüber redet? Es gibt Kautschuk, es gibt für die Sohle, es gibt Hanf, es gibt Jute, es gibt recycelte Synthetik-Sachen, die man nicht extra dafür machen muss. Ja. Es gibt Baumwolle, wie gesagt. Und es gibt mittlerweile tatsächlich auch einige Läden, die das explizit anbieten, sowohl im stationären Handel als auch online, die auch wirklich nicht teurer sind. Ergo. Ich glaube, wir sollten mal uns bei einem extra Gespräch mal Zeit nehmen und über diese Möglichkeiten mal sprechen. Unsere Zeit ist jetzt, wie gesagt, leider um. Mich würden jetzt noch ein paar Sachen interessieren. Ja. Deswegen geh mal bitte nach deinem Beitrag noch nicht los. Okay. Ich würde noch ganz kurz mit dir sprechen wollen, dass wir vielleicht mal einen Termin abmachen, dass wir in der Gänze noch mal miteinander sprechen können. Gerne. Und wir machen jetzt erstmal eine ganz kurze Pause, meine Damen und Herren. Und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich.